Alles so warm und heiß hier. Ich glaube, ich sehe irgendwo noch Levels, wenn ich hier mich rumbewege. Ah, da ist schon das erste. Ich glaube, dem blauen Yoshi geht's nicht so gut. Wechseln wir doch mal zu dem letzten Charakter, den wir gespielt haben. Mopsy! Was? Oder auch Nabbit, wie er im Englischen heißt. Bekannt aus New Super Mario Bros. U. Wie er sich bewegt hier. Yeah! Ich finde die Soundeffekte von ihm cool. Ja, wir haben hier ein paar unsichtbare Level, wie zum Beispiel Abzeichentest, Fallschirmmütze 2. Let's go! Der klingt so, hat so eine richtig hohe Stimme. Das kommt mir unerwartet, aber... Das ist auf jeden Fall cool. Hat der soweit ich weiß in U nicht, oder? Schon ein bisschen was her. Ja, das kennen wir schon. Okay, ich flieg! Oh, er hat eine lilane Mütze. Oh. Ja, geschafft. First try. Genau, er hat nämlich das Ding, er kann nicht fliegen wie die Yoshis. Und Power-Ups klaut er einfach in seinen Sack. So, aber er ist halt ein schlechterer Yoshi, also keine Ahnung. Er ist halt ein guter Charakter zum Üben, würde ich sagen. Falls man neu ist in Plattformen. Yoshi ist halt schon mehr ein Noob-Charakter. Weil der kann sogar noch fliegen und noch mehr als die anderen. Okay. Das wirkt mir wirklich wie ein Mario Maker Level, ne? Ja, jetzt wurde ich getroffen. Okay, ich versuch's. Nein. Nein. Oh Mann, die Death-Soundeffekte in diesem Spiel sind echt lustig. Falls du die nicht alle kennst, die sind schon lustig. Okay, los. Treff mich nicht, treff mich nicht, treff mich nicht. Oh, das war schlecht. Ja. Okay, ich halte durch. Wie er guckt. Süß. Nein. Ah, da werde ich mich eigentlich treffen lassen müssen. Egal. Ich kann nach oben und nach unten schauen. Das sieht süß aus, finde ich. Na, wie weit kannst du springen? Ja, zeige ich dir jetzt. Komm schon, komm schon. Nein, warum? Was mache ich falsch? Warte, was mache ich falsch? Was hätte ich anders machen müssen? Oh, komm ich jetzt nicht mehr hoch? Oh, ist aber gemein. Oder warte, vielleicht von hier. Ja, nein. Oh, das ist das Ziel. Höh, mir fehlt die erste Coin. Hä? Wo war die denn? Okay. Naja, good job, Nabbit. Ja! Du. Bye-bye! Wie findet ihr eigentlich Nabbit so? Oh nein, das ist nicht Bowser Jr. Ich weiß, es ist so eine Theorie, aber ist es nicht. Es kann ja gar nicht sein, auch wenn sein Lätzchen sehr ähnlich aussieht. So, aber jetzt sag mal bitte, wo sind die erste Coin? Wo ist die erste Coin? Ach komm, jetzt sag mir nicht, ich schaff diesen Jump nicht. Komm schon. Ja. Ne, hier war die zweite, ne? Hä, warte mal. Hier war schon die zweite. Oder? Oder hat die nicht eingespeichert? Ach, da hat die nicht eingespeichert. Hä, warum das denn nicht? Okay, sehr seltsam. Na gut, ich mach dann eben das... Nein, das Level zu Ende. Warte. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Haha, nur in Marbus Wonder. Ich habe hier unten auch noch eins gesehen, glaube ich. Nicht da, sondern hier. Bahnfrei für die Armad-Bande. Ja! Er ist gehypt. Die Armad-Bande. Die kennen wir noch nicht, oder? Das sind auch neue Gegner. Die sehen immer lustig aus. Boah, wie schön die Wüste aussieht. Wüstenlevel. Plopp. Hör, wir können den. Oh, wir können den mitnehmen. Oh, hier sind Zelda-Vasen. Warte, kommt Wasser raus? Ah, da kommt Wasser raus. Ah, interessant. Nimm mal mit hier. Da-ding. Ja, die Noob-Charakter sind vor allem auch ganz gut, wenn man online spielt. Kann man den anderen Spielern helfen. Achso, ich... Ja, oh. Das muss ich bewässern. Ah, kommt noch eine Zeit raus. Okay. Will ich nochmal neu starten? Nee, ich lasse es mal. Ich glaube nicht, dass er bei dem einen Pflanze irgendwas... Wichtiges ist, so eine 10er Münze los. Aber hier könnte was sein. Hier könnte auf jeden Fall eine 10er. Ja! Da kommt nichts raus. Oder kommt da der Gegner raus? Ich weiß es nicht. Oh! Nee. Wasser. Wasser? Wasser?
Wir sind Kapitän. Oh, sag mir nicht, ich brauche den Elefanten dafür. Das kann sein, ne? Na gut. Okay, bin jetzt doch mal mit Elefantentoad hier reingegangen. Kann ich das hier mitnehmen? Das Wasser? Ich kann irgendwie das Wasser nicht mitnehmen. Das Einzige, was ich machen kann... Achso, ja, ich muss das jetzt nochmal neu machen. Uhi und Uhi und Uhi und Yippie. Und wir haben es geschafft, oder? Ja. So, hier war doch irgendwo die Röhre. Genau, hier kommt sie jetzt. Dann kann ich hier Wasser mitnehmen. Yes. Mir fällt auch auf, dass die Mütze von Nabbit einfach aussieht wie von Waluigi, oder? Oder bin das nur ich? Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit. Ja, heute ist wahrscheinlich die letzte... Oh. Ich sehe gerade erst jetzt den Hintergrund. Alles, das sieht aus, wie als wäre alles so voll mit so Salz oder mit so Zucker oder so. Und dann, was ist da ganz hinten? Irgend so ein Tower da hinten? Ich weiß auch nicht. Sieht cool aus. Hab ich das kaputt gemacht? Ah, die kann man kaputt machen. Das ist ja interesting. Na gut. Kann ich da bitte rein? Oder auch nicht? Ja, echt? Oh. Das kann ich dir nicht sagen, du. Aber ich find's lustig immer, wenn man ein Elefant ist, dass dann so Trompeten mit unten kommen. Statt die du da ist. Nein, 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 bitte nicht. Nein! Hab ich's versaut? Muss ich jetzt? Nein, oder? Ja, doch. Kill me. Kill me. Gucke, wie böse er ist. Ist so fröhlich, mich umzulegen. Ey, jetzt hau doch noch ab. Was ist denn mit dem los? Hier, hallo. Ich hab deine Familie beleidigt. Komm. Meine Güte. Okay, neuer Versuch, würde ich mal sagen. Aber Schaffattacke sollte reichen. Yes. Ich weiß aber auch nicht, warum ich mich da runtergefallen bin. Das war voll easy. Das ist voll easy hier. Komm schon. Also ich bitte dich. Das sind halt Ranken, ne? Was soll ich sagen? Ich bin nicht gut mit Ranken. Na gut. Wir werden heute wahrscheinlich nicht die Welt zu Ende machen, aber wir werden wahrscheinlich trotzdem das meiste hieraus sehen. Und da bin ich sehr gespannt, weil letztes Mal haben wir ganz viele Secret Level hier gemacht, weil ich einfach direkt alle auf einmal gefunden habe. Aber es hat auch Spaß gemacht, die zu suchen. Ging ja nach oben. Oh, cool. Und jetzt müssen wir noch die normalen Level alle abschließen. Die wir aber noch nicht machen, weil ich immer noch Secret Level finde. Auch lustig. Nee, hä? Ah, yeah! Nee, ich habe keine Ahnung. Warum da nichts passiert, Blomp. Oh, kein Problem, Kumpel, hier. Bitteschön. Yeah! Toad ist halt so ein Ehrentoad. So ein Ehrenpilz. Der Genie in die goldene Röhre. Ah, die kann man nur als Elefant durch. Und daran kommt man nur mit euch. Die Dinger funktionieren wie Koopas, nur dass sie halt nicht nach links und rechts und links und rechts, sondern gehen einmal an eine Wand und dann bleiben die da. Die Armadillos. Oh mein Gott, voll von Minecraft geklaut. Darf ich rankommen? Ich hoffe nicht. Oh, oh, was haben wir denn da Schönes? Was Gelbes? Etwas Wunderbares, etwas Schnelles? Das Spiel ist auf doppelter Geschwindigkeit. Wer hat den Emulator auf doppelt gestellt? Was? Finde ich auch. Genauso. Es ist halt wirklich auf Mal 2. Das sieht vorgespult aus, ne? Oh mein Gott, endlich 30 FPS. Nein, Spaß. Krieg ich da rein? Krieg ich da rein? Nein, schade. Ah, verdammt. Ach, verdammt. Boah, das ist voll böse hier. Wowie, sowie, warum ist das nicht? Sowie, sowie. Sondern einfach nur ganz normal, wowie, sowie. Das ist falsch. Das soll nicht so sein. Ich muss ganz schnell reden, damit ich mit dem Beat hier passe. Die Musik. Ja, ich muss schon irgendwo rein, oder? Nein, ich kann da nicht rein. Aber warum gibt's das denn hier? Vielleicht kann ich ja da rein. Nein, kann ich auch nicht. Keine Ahnung, okay, egal. Machen wir einfach weiter. Oh, da passiert noch was. Passiert was. Oh, da sind Münzen. Hilfe, das sind böse Stochi. Pockies. So, noch was. Okay, hier. Oh, endlich wieder ganz normal. Ja, genau das habe ich auch gerade gesagt. Ah, hier kommt Wasser raus. Du hast bestimmt dann die letzte Münze für... Drei Münzen? Du hast doch bestimmt was hier für mich, oder, du Pocky? Du versteckst hier was. Du versteckst hier was, ich weiß es. Hier ist gar nichts. Hier ist einfach gar nichts. Ah! Das kann nicht sein.
Ernsthaft? What? Schwinde. Ist ja wirklich nichts mehr? Okay, dann habe ich wohl alles. So, im Grunde dachte ich jetzt hier die dritte Star, die dritte Szene mit sie nicht. Na gut. Cooles Level. Ein chilliges Classic Level. Alright! See ya! Yay! Toad freut sich. Ich meine, guckt euch das Bild an. Natürlich freut er sich. Yay! Und da kommt ein Bonus Level. Welcome to Bonus Stage. Aber das darf. Nein, das darf Mopsi machen. Der süße Mopsi. Oder die süße? Ich weiß es nicht. Verschlauspause! Höhlenschatz. Let's go! Vielleicht ist es aber endlich das letzte Secret Level hier. Ich habe so viele gemacht. Ich muss das ganze Mal machen, Alter. Egal. Was haben wir hier? Okay. Dann muss ich mal wieder wechseln. Ja, okay, Mario. Du darfst. Ah, oh, er freut sich. Waha! Ich finde, bei Mario sieht das irgendwie aus wie so eine Classic-Farben, oder? Oder bin das nur ich? Oh, da. Was? Ja, oh Gott. Wie komme ich denn da rein? Achso, von unten. Okay, ich sehe es schon. Bonk. Was haben wir denn hier Schönes? Münzen. Ich bin reich, Mann. Ich brauche keine Münzen. Das war's, oder? Ja. Yeah. Wonderful! Wie er da schon ausschaut. Wuhuhu. Da hat man das Datum gesehen. Einen Tag nach meinem Geburtstag. Oh mein Gott. Wuhi! So, sind wir jetzt hier durch? Nein. Zug um Zug im Wüstensand. Der klaut sich hier die ganzen Secrets. Aber soll er doch. Soll er ruhig. Mir egal. Oh, was haben wir denn hier? Was können wir denn mit dem machen? Oh nein, sag mir nicht, ich brauche das Power-Up hier in dem Level. Ich werde es auch nicht umsonst bekommen, oder? Oh no. Hm? Ah, das geht nach einer Zeit weg. Ah, da kommt man hier hoch. Okay, das ist, glaube ich, nur zum Showcasen, aber trotzdem cool. Hm? Okay. Plopp. Boing, boing, boing. Bleib mal da. Mhm. Mhm. Danke. Danke, Kumpel. Und jetzt muss ich dir noch die Schnur nehmen. Plopp. Ich mag diese Steinkliste hier eingemeißelt. Hm, cool. Plopp. Du? Oh, eine Röhre. Eine Röhre. Rein da. Wir haben alle die gleiche Animation, wenn die Röhre gehen, oder? Ich glaube schon. Glaube schon. Hau ruck, ja. Ja, ich mach doch. Ich mach doch. Ich mach doch. Nee, reicht. Ja. Ja. Am Ende ist hier ein Secret Exit, wenn man hier so ganz, ganz lange zieht, so eine Minute lang. Das wär's jetzt. Komm schon. Okay, sollte reichen. Für was ist das hier? Für was ist das hier? Für. Aua. Münzen oder was? Blöp. Ich weiß es gerade nicht. Ich will es mal versuchen. Schau mal, da im Hintergrund. Dieses Castle, das sieht cool aus. Mit dem Fragezeichenblock da. Ist hier was? Nein? Hier hätte ich eine Röhre gepackt oder so ganz am Ende, die so ganz gleich rausguckt. Ach, jetzt seid ihr wieder da. Nicht ihr, ey. Die kann ich nicht leihen. Das sind böse Vögel. Böse Viecher. Weg mit den Viechern. So. Oh. Oh. Ja, kommt ein bisschen spät, ne? Ich war da schon 50 Mal. Unfassbar. Plopp. Aber. Ach man. Guck mal, weit die im Weg sind. Ist hier was? Nee. Mir fehlen aber noch. Boah, mir fehlt noch einiges. Ich habe das Gefühl, es ist aber schon gleich vorbei. Vielleicht irre ich mich auch. Ich hoffe, ich irre mich. Oh, warte, warte. Ich will nach unten lang. Nach unten lang. So. Ja, nimm das. Jetzt habe ich es eben voll gezeigt, ey. Ist hier nichts?
Ist aber auch kein Treibsand, ne? Das macht einen nur langsam. Ist nur Soul Sand. Oh, warum bist du blau? Was hast du getrunken? Ich schau's mir an. Mach den Mund auf. Oh Gott, mach wieder zu. Hilfe, wo bin ich denn hier? Die Fackeln da oben sehen cool aus. Ja, schütze dich schön um. Ich kann auch nur ein bisschen abziehen. Ups. Das ist cool. So sollte reichen, oder? Bam! Ja. Ja. Egal, ich kann einfach durchcheaten. Aber nein, Leute. Ab der nächsten Folge spielen wir den normalen Charakter. Ich wollte es ja alle nur mal geshowcased haben, die ganzen anderen Characters, auch die Noob-Characters. Aber wir werden jetzt nicht öfter spielen. Außer ich bin richtig schlecht in dem Level. Dann vielleicht, aber ich gehe nicht davon aus. Oh, ich hätte den gebraucht, um da hochzukommen. Oh. Das war jetzt blöd. Das nehme ich aber mit, ne? Oh, wow, wow. Hat mir weh zu tun. Aufwachen. Oh, oh, oh. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wir haben... das ist richtige Wario-Musik. Hä? Achso! Hinterher! Okay, okay, hinterher! Ah! Witzi! Ist auch schon ready! Eigentlich hätte ich ihn jetzt einladen müssen, ne? Ach, egal. Hab schon mal eine Folge online gemacht. Verdammt, ich komme da nicht hoch! Okay, warte. Weil ich da nicht hochkomme, muss ich wahrscheinlich... Ah, so, so. Okay, reicht. Kein Eisrindling! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Ich bin kein Eisrindling! Oh Gott! Nein! Ich glaube nicht! Geh hoch, hoch! Es fühlt sich ein bisschen so an wie so wirklich Wario, ne? Ich hab schon Wario-Vibes hier. Du, 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 du! Good job! Willkommen zurück! Ja, willkommen zurück! Ah, guck mal, wie sie geschaut haben. Oh, oh, doch nicht. Yes! Wunderbar! Wir haben es geschafft. Warum waren die Wolken gerade grün? Habt ihr es gesehen? Ja. Das muss es jetzt aber gewesen sein mit den Secrets, oder? Also komm schon! Aber ich mochte den Wunderbereich hier. Der war cool. Oh! Warte, was? Kann ich cheaten? Oder was? Warte. Lass mich kurz mal gucken, ob wir auch alles haben hier bisher. Ich glaube schon, aber ich will sicher gehen. Ja, scheint so. Okay. Warte mal. Map? Das ist doch ein anderer Eingang. Okay. Wie schrecklich! Habt ihr gesehen, was mit unserem Palast passiert ist? Habe ich mitbekommen. Seit dieser Fiesling sich da breit gemacht hat, traue ich mich nicht mehr in die Nähe. Der Palast war immer so von so viel schönem Wasser umgeben. Ich habe dort gerne den Tag verbracht und mit Freunden geplaudert. Ach, das waren rosige Zeiten. Ach, ich bleibe jedenfalls hier, bis dieser Fiesling endlich weg ist. Mach das. Ich komm ein andermal wieder zurück zu dir. Little Poplin. Ja. Ich hoffe jetzt mal, dass ich hier wirklich alles habe. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wo hier noch ein Level sein sollte. Ich lasse es jetzt auch einfach mal. Komm, wir gehen jetzt mal dahin, wo ich die ganze Zeit hin hätte sollen. Und zwar hier hoch. Ins erste Level. In den Roinkdünen. Ja. Endlich, ne? Ja, klar. Boah, die Welt ist aber noch ein bisschen größer als erwartet, ne? Ist wahrscheinlich sogar die größte Welt bisher. Wow. Ach, die springen immer, wenn ich springe? Oder nee? Hallo. Gibt's was? Nein? Okay. Nee, ich glaube, die springen immer irgendwann. Ja, ich springe irgendwann. Das hängt nicht an mir ab. Okay. Dachte ich kurz. Boing. Ich kann die einfach killen. Ich kann die auch einfach killen. Die mich aber nicht. Du. Aua. Okay, warte. Okay, jetzt rennt er weg. Also, hier wäre ich jetzt gestorben, ne? Aber ich bin ja normalerweise nicht mit Pilz oder mit Climb, sondern mit einem Power-Up. Wow. Oh, das hat mich jetzt gerade voll verwirrt. Hier kann man bouncen.
dachte, das war Eis oder so, aber nee, das ist so, so Schleim, oder? Irgendwas in der Art auf jeden Fall. Irgendwas in der Art, irgendwas in der Art. Oh, Hilfe, er kommt in meine Nähe. Blöpp. Oh. Ich wollte ihn doch nur besiegen. Oh Mann. Ich frag mich nicht, ich weiß es nicht. Yay. Ja, du kannst eine Pause machen. Ich hab genug zu tun. Jawoll, ja! Nein! Ach, verdammt. Mach mal auf hier. Nein. Ah! Das kann doch nicht sein! Ey, das ist aber wirklich nur mit den Noob-Charaktern, dass ich da so oft sterbe. Ich schwöre es euch. Ab nächster Folge zeige ich euch meinen wahren Skill, ja? For real, for real. Oh Mann. Oh Mann. Dann lasse ich mich direkt wieder treffen. Ich meine natürlich, das war aus Versehen. Oh, das auch. Aber das nehme ich natürlich an. Aber auf einmal ist alles langsamer als sonst. Ah. Oh nein. Oh mein Gott. Selbst der Goomba hat Angst. Nein. Ui. Auf welchem Trip bin ich denn bitte jetzt? Wow! Da oben muss was sein! Nur Münzen. Aufwachen! Denn heute wird gechillt. Da ist eine Münze. Danke schön. Die nehme ich mit. Und das auch! Boah, ist wieder schnell. Alles so schnell, oh mein Gott, alles so schnell. Ja. Yeah. Hey. Yippie, yippie. Warte, warte, wir machen das mit Anlauf. Bam. Easy. Das war doch ein Klacks. Yeah. Bye bye. Ich frage mich aber genauso wie in NSMBU, warum uns Mopsy bzw. Nabbit uns hilft. Verstehe ich immer noch nicht so ganz. Ihr wisst es vielleicht besser. Vielleicht weiß es auch niemand. Ich weiß es nicht. Aber jetzt sind wir endlich hier oben angekommen. Warte mal, komm, wie, wenn wir jetzt nach rechts gehen, kommen wir dann nicht dahin, wo ich vorhin war? Tatsache. Ha. Ja. Was hat das da unten? Habe ich nicht gemacht? Was? Was? Hä? Ich war da doch. Also direkt hier unten war ich eigentlich schon mal. Okay, keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken am Ende. Warum bist du denn so traurig? Oh je, die Brücke. Ich will die Brücke reparieren, weil ich dann so einen coolen Hammer habe in meiner Hand. Aber ich fühle mich ganz verwelkt. Mir fehlt einfach die Kraft. Wie, ihr möchtet mir welche von euren Blumenmünzen geben? Ja, 50 Stück. Kannst du dir ja trinken kaufen. Da, jetzt kann ich die Brücke reparieren. Ich brauche kein Geld trinken, ich wollte nur Geld haben. So, jetzt erledige ich das. Und zwar sofort. Oh. Also sowas braucht man in Real Life. So, repariert. Diese Brücke geht nicht noch einmal kaputt. Daher kann man sie ohne Sorge überqueren. Yay. 1, 2, 3, springen. Oh, aber das ist etwa, dass die Brücke repariert ist. Da blühe ich ja vor Freude förmlich auf. Jetzt kann ich mir endlich den Ninji-Tänzer ansehen. Wie, ihr wart schon mal die Ninjis? Und habt mit ihnen unter dem Hügel hinter der Oase getanzt? Oh, und ein Rhythmus-Sprungabzeichen habt ihr auch schon. Klasse, meine Anstrengungen sind bisher im Sand verlaufen. Ich brauche einfach noch mehr Übung beim Tanzen. Der bedenkt sich so, hä? Was? Ich? Nee, ich hab dir nur geklaut, die Sachen. Weiß nicht, was du meinst. Ich habe einfach viel mehr Lust, mich hier umzuschauen, ne? Als die Level zu spielen. Captain Toad! Warte, wir sind in den Fungi-Minen. Das ist ja die fünfte Welt. Wir sind gerade in der vierten Welt, das ist die fünfte Welt. Wo bin ich? Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich an diesem gruseligen Ort gelandet bin. Nicht, dass ich dich etwa fürchten würde. Ein Kapitän, keine Angst. Stimmt doch.
Richtig, hier sind nur für dich. Ich hab nämlich 50 Blumenbits gefunden. 50 ausgegeben, 50 bekommen. Guter Deal. Hoffentlich könnt ihr euch beim Anfall helfen. Viel Glück. Thank you. Bye. Nettes Secret. Haben wir zum zweiten Mal Captain Toad gesehen. Aber hier ist sonst nichts mehr, oder? Da oben könnte was sein, aber keiner will ich da hochkommen. Okay, alles nach der Reihe. Machen wir... Komm, machen wir jetzt auch das hier. Wenn ich schon mal hier bin, das Farbwechsel-Labyrinth. Ja! Das klingt tatsächlich sehr interessant. Ich frage mich aber, wann wir ein neues Abzeichen eigentlich mehr bekommen. Ich habe schon länger keins mehr bekommen. Also außerhalb des Tänzerabzeichen da, aber erstmal so ein richtiges. Oh. Ach, Onoffs wieder. Cool, ich mag Onoffs. Magst du das Rätsel? Ich weiß es noch nicht. Das ist ein schöner Schlüssel, so ein Herzschlüssel. Yo! Ist hier was? Nö. Irgendwie nicht. Oh, da sind böse Schlangen. Blob. Aua. Okay. Oh, danke. Oh, danke. Blob. Was war's für mich? Ach, die haben nur Münzen. Egal, komm. Ist egal. Ey. Ja, was passiert? So. Das ist, weil ich hier so dran komme aus Versehen. Schaut mal, wenn ich hier so dran komme. Ah, das ist voll Angst. Ah. Wie komme ich da runter? Ach, jetzt einfach. Wow. I'm very smart. Okay. Du bist blau. Warum bist du blau? Interesting. Okay, wir haben den Schlüssel. Der folgt uns jetzt. Oh, da kriegt man aber voll Lust auf Mario Maker 2, oder? Wenn man das hier spielt. Oder bin das nur ich? Also, irgendwie schon, oder? Das erste Mal, dass wir Türen sehen in diesem Spiel. Es gibt ja auch gar keine Buhäuser, was ich voll schade finde. Vielleicht gibt es ja noch eins. Aber bis haben wir keins gesehen. Kein Sparkies. Ei, du da! Oh, was versteckt ihr denn da oben? Das sehe ich mir mal alles von näherem an. Ah, verdammt, da kann man nicht rüberspringen. Ja, man soll das doch nicht machen, aber egal, es funktioniert. Was zum? Wow, Hilfe, ein Schatten-Mario. Dabei spiele ich gar nicht Mario. Macht er alle meine Bewegungen nach? Ja, macht mir alles nach. Das ist wie in Mario Galaxy und andere Spiele, wo er vorkam. Ich glaube, für die World kam er auch noch vor, oder? Ah, ich muss auch noch benutzen. Ah, nein! Da! Ah! Oh Gott! Hilfe! Macht alles nach. Hör auf, mich nachzumachen! Aber warum ist denn diesmal ein Geist? Das frage ich mich. Okay. Aua! Du. Okay. Die Drehblöcke wieder aus Mario World. Das war so nah. Ist ja was, ist ja was. Nur eine Münze. Ja. Das sind gruselige Augen, die er hat. Alter, ich habe alles verpasst, ne? Ich habe einfach alles andere verpasst. Mir fehlen einfach... Oder war es einfach nur jetzt am Anfang des Levels aus irgendeinem Grund? Wir gucken mal, wir gucken mal. Vielleicht habe ich noch nichts verpasst. Du bist echt? Oh, du bist echt. Long. Möchte runter? Welchen Weg? Ich nehme den da! Okay, wir haben nichts verpasst, tatsächlich. Aua. Aua, aua. Achso, es gibt einmal oben und unten, oder was? Ja, jetzt bin ich halt unten lang gegangen, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht warum. Einfach nur so. Ein blauer Schlüssel. Das ist kein Herz dessen. Ich verwechsel dich immer. Pik oder Karo, glaube ich. Ihr wisst es besser als ich. Ich hab's gerade wieder vergessen. Warte, was? Oh, Stern. Wer möchte das denn? Wo kann ich da hoch? Also. Warte. Boing.
Ne, warte, ich glaube, ich weiß wie. Das so machen. Und dann nach oben. Und dann von oben runterfallen. Ne? Nein. Doch. Doch. Doch, 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 doch. Yes. Ciao. Yes, yes, yes! Dann ist schon richtig. Hi. Danke. Ja, ich weiß. Ist doch gut. Mir fehlt eine blöde Münze und die werde ich noch suchen. Vorher werde ich das Level nicht beenden. Ach komm schon, jetzt sag mir nicht, ich komme nicht mehr raus. Ach komm schon. Das kannst du... Ach nö. Spiel, mach das jetzt nicht. Mach jetzt nicht diesen... Ja, okay. Mit dem Abzeichen kommt man hier hoch. Ist ja nichts. Was? Wie bitte? Okay, ich suche es mal ganz schnell. Ich könnte mir vorstellen, dass hier was ist. Ja, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe da ganz links einfach ein Wasserfass mitgenommen, die spawnen halt automatisch. Und habe ich es jetzt bis nach ganz hier hinten drüber getragen. Das muss man machen. Wow, die wäre fast despawned! Yo, böse! Böses? Böses! So, sorry, Nabbit. Kleiner Mopsi, du hast jetzt genug für heute. Wenn die Leute ein Like da lassen, vielleicht lassen sie dich dann wieder frei. Aber ja, jetzt kommst du erstmal wieder ins Gefängnis. Die Mario Crew wird sich schon um den Rest kümmern. Nächstes Mal beweise ich dann Skill. Seid dabei, wenn ich es dann tue. Und mehr von dieser coolen Wüstenwelt spielt. Ja, auf jeden Fall schön, dass die Wüstenwelt nicht Welt 2 ist. Das freut mich ja am meisten. Das war eine Lüge. Am meisten freut mich, dass es hier super viele Secrets gibt. Echt cool gemacht. Und der war böse. Shadow Mario will ich doch mal sehen. Ansonsten. Hä? Endlich, wir haben es durch das Labyrinth geschafft. Hier in der Wüste gibt es da wirklich viele Versteckte und Geheimnisse. Oh, da wir gerade beim Thema sind. Irgendwo in der Wüste soll ein Abzeichen verborgen sein, das dich viel, viel schneller macht. Das Turbo-Teil-Abzeichen? Das gab es schon woanders. Was hat er gemeint?